Also bei der Berufsfeuerwehr in Trier haben wir ca. 140 Mitarbeiter, die sich aufteilen in Verwaltungsangestellte und in Einsatzbeamte. Die Einsatzbeamten verrichten ihren Dienst in 24-Stunden-Schichten, aufgeteilt in drei Wachabteilungen. Welchen Schulabschluss oder Ausbildung muss ein Anwärter haben, um bei einer Berufsfeuerwehr Dienst zu verrichten? Um zur Berufsfeuerwehr Trier zu kommen oder generell zu einer Berufsfeuerwehr Trier zu kommen, reicht grundsätzlich ein Hauptschulabschluss. Förderlich ist es anschließend, einen der feuerwehrdienlichen Beruf zu erlernen, was in der Regel ein Handwerk ist, dessen berufliche Ausbildung für den Dienst bei der Feuerwehr vonnöten sein wird, sei es Elektriker, Schreiner, Schlosser, Kfz-Mechaniker oder dergleichen, um später im Einsatzgeschehen, aber auch in den täglichen Arbeiten hier in den einzelnen Werkstätten der Feuerwehr noch weiterhin tätig sein zu können. Nach der Einstellung bei der Berufsfeuerwehr verläuft die Ausbildung folgendermaßen. Zuerst wird ein sogenannter Einführungslehrgang, bei dem Physik, Chemie, Mathematik und Deutsch noch einmal vermittelt wird auf der Landesfeuerwehrschule in Koblenz. Abgehalten anschließend erfolgt die Grundausbildung bei einer der Berufsfeuerwehren in Rheinland-Pfalz, wo alle Kollegen zusammen dort ihren Grundausbildungslehrgang für den Feuerwehrmann, sprich Truppmann und Truppführer, absolvieren. Anschließend erfolgt ein Wachpraktikum bei der jeweiligen Berufsfeuerwehr, sprich die Kollegen aus Trier hier auch bei der Berufsfeuerwehr in Trier auf der Wache 1. Während dieser Ausbildung, die insgesamt 24 Monate dauert, wird hier auf der Rettungsdienstschule ein sogenannter Rettungssanitäter-Lehrgang abgelegt, um die Berechtigung zu erlangen, auch später im Rettungsdienst eingesetzt werden zu können. Nach diesem Rettungssanitäter geht es anschließend noch zur Laufbahnprüfung, die insgesamt ca. 3 Monate dauert, noch einmal auf die Landesfeuerwehrschule nach Koblenz. Nach erfolgter Laufbahnprüfung wird jeder Feuerwehrmann hier bei der Berufsfeuerwehr Trier anschließend noch ca. 2800 Stunden lang ausgebildet und erhält anschließend den Titel Rettungsassistent. Der Dienst bei der Berufsfeuerwehr in Trier beginnt morgens um 8 Uhr mit der Dienstübernahme der alten Wachabteilung und der Fahrzeugkontrolle der einzelnen Fahrzeuge durch die neue Wachabteilung. Anschließend, nach erfolgter Fahrzeugübernahme, beginnt der sogenannte Arbeitsdienst. Dieser erstreckt sich bis ca. 16 Uhr. Heißt also, jede einzelne Werkstatt wird vom entsprechenden Kollegen besetzt, in der er dann seine fachspezifischen Arbeiten zu verrichten hat. Nach erfolgtem Arbeitsdienst ist täglich noch eine Ausbildung zu absolvieren, heißt also entweder theoretische Ausbildung im entsprechenden Lehrsaal oder eine praktische Ausbildung hier auf dem Hof der Feuerwehr oder an einer anderen entsprechenden Stelle, beispielsweise einem externen Übungsobjekt. Nach der Ausbildung und einer kurzen Pause, um sich zu stärken, erfolgt noch täglich ein Dienstsport in der Turnhalle, im Moselstadion oder an verschiedenen anderen Orten hier in Trier und auf der Feuerwehr, um dann gegen ca. 20 Uhr in den Bereitschaftsdienst überzugehen. Jeder Kollege, der morgens seinen Dienst antritt, kann auf dem entsprechenden Dienstplan seinen Namen finden und weiß genau, was er an diesem Tag für eine Position auf dem Löschzug oder auf einem Rettungsmittel zu besetzen hat, sodass auch der Wachwechsel durch den ablösenden Kollegen am nächsten Morgen recht einfach
und gleitend vonstatten geht. Alle Fahrzeuge, die vorne in der Fahrzeughalle stehen, sind die Fahrzeuge vom sogenannten ersten Abmarsch. Heißt also, unser Standardlöschzug, aufgeteilt in Einsatzleitwagen, Hilfeleistungslöschfahrzeug und Drehleiter, befindet sich hier vorne gleich straßenseitig. Diese Fahrzeuge müssen in Rheinland-Pfalz nach Landesgesetz über den Brandschutz, Katastrophenschutz und die allgemeine Hilfe innerhalb von 8 Minuten an der Einsatzstelle sein, sodass die Kollegen innerhalb dieser Frist bereits wirksame Hilfe eingeleitet haben können. Ja, wir befinden uns hier am Fahrzeug der Wasserrettung, also der Taucherstaffel der Berufsfeuerwehr Trier. Diese Taucherstaffel bzw. Tauchergruppe ist eine Landeseinheit, wird also finanziell unter anderem vom Land Rheinland-Pfalz unterstützt. Wir haben bei der Berufsfeuerwehr Trier insgesamt 20 Feuerwehrtaucher, wovon 6 als Feuerwehrlehrtaucher ausgebildet sind. Und welche Aufgaben hat die Leitstelle? Die integrierte Leitstelle in Trier ist zuständig für alle nicht polizeilichen Hilfeersuchen aus dem ehemaligen Regierungsbezirk Trier. Heißt also für die Stadt Trier selbst, für den Landkreis Trier-Saarburg, den Eifelkreis Bitburg-Prüm, den Vulkaneifelkreis und den Landkreis Bernkastel-Wittlich. In der Leitstelle in Trier werden jährlich rund 133.000 Einsätze durch die einzelnen Disponenten abgewickelt. Nicht polizeiliches Hilfeersuchen umfasst den Bereich Feuerwehr, Katastrophenschutz, allgemeine Hilfe und technische Hilfe sowie Rettungsdienst als auch Krankentransporte. Sollte es zum Hilfeersuchen kommen, muss sich der Anrufer im ersten Moment auf die klassischen W-Fragen einstellen, die er bereits beim ersten Hilfekurs irgendwann erlernt hat. Heißt also, wer ruft an, wo ist etwas passiert, was ist passiert, wie viele Verletzte oder betroffene Personen gibt es. Und das letzte W, ganz wichtig, warten auf Rückfragen des Disponenten. Denn nichts ist im Einsatz bzw. bei einem Notrufersuchen wichtiger als das Abwarten, bis der Disponent das Gespräch beendet. Nur so kann gewährleistet werden, dass alle Fragen, alle wichtigen Informationen in der Leitstelle angekommen sind und das entsprechende Rettungsmittel auch an den richtigen Ort geschickt werden kann. Werden Reparaturen an den Dienstfahrzeugen in eigener Regie durchgeführt? Wir befinden uns hier in der Kfz-Werkstatt der Berufsfeuerwehr. Hier werden in der Regel kleinere Reparaturen oder Wartungsarbeiten an allen Feuerwehrfahrzeugen noch durch Feuerwehrbeamte im Schichtdienst selbst durchgeführt. Alle größeren Reparaturen oder größere Inspektionen werden beim Vertragshändler oder bei einem anderen Amt der Berufsfeuerwehr bzw. der Stadt Trier dann entsprechend weiter bearbeitet. Werden die Atem- und Tauchgeräte auch geprüft und gewartet? Ja, wir befinden uns hier in der Atemschutzgerätewerkstatt der Feuerwehr. In diesem Bereich werden alle Geräte, alle Atemschutzgeräte und Tauchgeräte der Feuerwehr Trier, also der Berufsfeuerwehr als auch der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Trier, geprüft, repariert und gewartet. Alle Geräte kommen nach jedem Einsatz oder Gebrauch hier in diese Werkstatt, werden komplett zerlegt, gereinigt, überprüft und anschließend von einem vollelektronischen Prüfstand auf richtige Funktion überprüft. Kollege im Hintergrund ist gerade dabei, ein benutztes Tauchgerät der Firma Interspiro auseinanderzubauen. Um an diesem Gerät arbeiten zu können, bedarf es neben dem einwöchigen Atemschutzgeräte-Wachtlehrgang an der Landesfeuerwehrschule in Koblenz einer zusätzlichen einwöchigen Ausbildung bei der Firma Interspiro. Dies ist der vollelektronische Prüfstand. An diesem Prüfstand werden alle Atemschutzgeräte, Tauchgeräte, Tauchmasken und Atemschutzmasken überprüft. Dieser Prüfstand ist mit dem PC verbunden, bei dem die Auswertung bestanden oder nicht bestanden erfolgt. Alle Geräte, die Prüfung nicht bestanden haben, werden erneut zerlegt, eine Fehlerbehebung durchgeführt und nur mit bestandener Prüfung anschließend in den Einsatz gebracht. Die Schläuche sind eines der wichtigsten Utensilien einer Wehr. Ein weiterer Bereich der Berufsfeuerwehr Trier ist die sogenannte Schlauchwerkstatt. Hier werden alle Schläuche, Geräte und Armaturen, die zur Löschwasser
Löschwasserweitergabe, Löschwasserförderung und Löschwasserabgabe benötigt werden, regelmäßig und nach jedem Einsatz geprüft, gewartet und gereinigt. Nach entsprechender Reinigung der einzelnen Schläuche werden diese dann anschließend in den sogenannten Schlauchturm hochgezogen und vollautomatisch an entsprechenden Schienen abgelegt. Auch diese Mitarbeiter mussten einen einwöchigen Lehrgang an der Landesfeuerwehrschule in Koblenz zusätzlich zu ihrer Laufbahnprüfung absolvieren, um anschließend den Titel Feuerwehrgerätewacht zu erlangen. Während der Dreharbeiten wurde ein Rettungswagen in den Einsatz beordert. Wie sieht der Fuhrpark des Rettungsdienstes aus? Die Berufsfeuerwehr Trier verfügt über insgesamt 5 Krankentransportwagen, 2 Rettungswagen, ein Notarzt-Einsatzfahrzeug stationiert im Brüderkrankenhaus in Trier und einen sogenannten Baby-Notarztwagen. Im Jahr 2010 wurden insgesamt 24.500 Rettungsdiensteinsätze abgewickelt, davon ca. 15.000 im Bereich Krankentransporte und 9.500 im Bereich der Notfallrettung. Die Besatzungen der Rettungswagen bestehen aus Rettungsassistent und Rettungssanitätern. Der Unterschied zwischen diesen beiden Begriffen liegt darin, dass der Rettungsassistent eine 2-jährige Ausbildung umfasst und ein anerkanntes Berufsbild ist. In diesen 2 Jahren müssen insgesamt 2.800 Stunden erbracht werden, teilweise auf Rettungswachen im sogenannten Wachpraktikum, als auch im theoretischen und praktischen Unterricht an der Rettungsdienstschule, aber auch zusätzlich durch ein 3-monatiges Klinikpraktikum, in dem Fachwissen im Bereich Intensiv- und OP-Medizin übermittelt wird. Im November letzten Jahres wurde der Stadt Trier vom Land Rheinland-Pfalz ein sogenannter Großraumrettungswagen übergeben, der unter anderem 3 Behandlungsplätze vorsieht, 1 Behandlungsplatz zur Intensivbehandlung und 2 Behandlungsplätze, bei denen ein komplettes Monitoring, sprich EKG-Überwachung etc. für schwer verletzte Patienten durchgeführt werden kann. Des Weiteren können in diesem Fahrzeug einfache Patienten, leicht verletzte Patienten, medizinisch versorgt werden oder einfach nur vom entsprechenden Fachpersonal betreut werden. Bildet die Berufsfeuerwehr auch freiwillige Feuerwehren der Nachbargemeinden aus? Die Kolleginnen und Kollegen im Hintergrund aus dem Grundausbildungslehrgang bekommen hier die praktischen und theoretischen Kenntnisse, in dem Fall über Kleinlöschgeräte, vermittelt. Der Ausbilder wird hier von der Berufsfeuerwehr zur Verfügung gestellt, sodass die Kollegen A. Aufbau eines Feuerlöschers, Unterschiede zwischen Feuerlöschern in Löschweise, Löschfunktion, aber auch in Inbetriebnahme letzten Endes in der Praxis umsetzen können. Thank you.
Die freiwilligen Wehren der umliegenden Wachen machen sich gerne der Waschgarage zunutze. Ein weiterer Bereich der Berufsfeuerwehr Trier ist der sogenannte vorbeugende Gefahrenschutz. Von diesem vorbeugenden Gefahrenschutz können selbstverständlich auch viele Privathaushalte oder alle Privathaushalte, Privatpersonen der Stadt Trier profitieren. Die Berufsfeuerwehr Trier unterstützt gerne bei der Anfrage, sei es im Bereich Feuerlöscher oder auch Rauchmelder, und wird dort beratend tätig. Diese Beratung für Privatpersonen ist selbstverständlich kostenlos. Anders ist es bei der Beratung von Fachfirmen. Fachfirmen, die mit brandschutztechnischen Anfragen an die Berufsfeuerwehr Trier herantreten, müssen das Ganze nach einer Gebührenordnung kostenpflichtig verrechnet bekommen. Die Frauen und Männer der Berufsfeuerwehr Trier retten, bergen und schützen. Ihre kontinuierliche Fortbildung sichert eine ständige Anpassung an neue Gefahren und an die Vielfalt der Einsätze. Sie bieten optimale Sicherheit für Bürgerinnen und Bürger, manchmal sogar unter Einsatz ihres eigenen Lebens. Diese modernen Ritter gewähren den Menschen und ihrer Stadt Schutz und Hilfe zu jeder Tages- und Nachtzeit.